Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. Es ist mal wieder soweit und ja, ich habe gedacht, ich zeige euch nochmal diesen schönen Menübildschirm. Denn das ist auch sehr cool, wie ich finde, bei Darksiders 2. Man ist aus diesem Bildschirm direkt im Game. Ja, ist das nicht cool? Oh, ich finde das irgendwie geil. So. Ja, letztes Mal war ich auch irgendwie ganz woanders. Ja, man merkte, das Spiel speichert nicht unbedingt den Punkt, an dem man das letzte Mal gestanden hat. Ja, so ging das. Ich habe auch schon länger nicht mehr gespielt. Aber da es noch länger dauern würde, bis ich wieder spielen würde, weil ich ein paar Parts im Voraus aufgenommen habe und da das hier ja nur wöchentlich einmal kommt, habe ich mir gedacht, ich nehme mal wieder ein bisschen was auf, um auch nicht aus der Übung zu kommen. Da dieses Spiel ja auch nicht gerade einfach ist unbedingt. Und ja, deshalb nehme ich gerade noch mal ein bisschen auf. Außerdem habe ich echt Lust drauf. Und ja, nehme mal ein bisschen Despair mit. Wir waren immer noch auf dem Weg zum Kessel und haben uns ablenken lassen durch ein kleines Dungeon am Wegesrand. Oh, shit. Ah, okay. Ausweichen. Muss man natürlich den Knopf wieder suchen. Wenn man wieder eine Weile nicht gespielt hat. Ein kleines bisschen stört mich die Kameraperspektive, wenn ich einen Gegner anvisiere. Mal gucken, ob ich das so ein bisschen alterniere. Dass man dann nicht die Kamera mehr bewegen kann. Bisschen schade. Ja, hier haben wir das letzte Mal aufgehört, merke ich gerade. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal weiter und schauen uns an, was denn da kommt. Moment mal. Nee, falsche. Da ist der Knopf. Denn wir wollen, das möchte ich euch natürlich nochmal zeigen, wir wollen hier über den verkohlten Pass vorbei an der Narbe, bis hin hier zum Kessel und hier geht die Hauptstory weiter. Ich weiß noch nicht, ob ich hier einen kurzen Stop mache, ob das auch schon Sinn macht. Mal gucken, vielleicht schauen wir mal dran vorbei. Nicht wahr? So, aber erst einmal weiter hier runter und hier ist auch schon wieder was. Ach, hier kann man sich so schön am Wegesrand erstmal ablenken lassen, gerade wenn man anfängt. Bis man da mal zur Hauptmission kommt, das dauert ein bisschen. Aber das macht ja nichts, ne? Hier ist noch eine schöne Truhe, die kann man gut einsammeln. Gibt es noch einen kleinen Goodie. Ich habe ein bisschen Ausrüstung. Ja, wir kriegen gerade ein bisschen viel Sicheln, muss ich sagen. Sensen, nicht Sicheln. Soll ich mal Sicheln? Ja, wir bräuchten gar nicht so viel. Die sind ein bisschen stärker als unsere, aber naja, kein kritischer Schaden plus. Deswegen, pff, nö. Die paar Pünktchen, ne? Sollen mich mal in Ruhe lassen, sollen sie mich. Nein, nein, nein. Boah, die blöden Viecher, ey. Wenn sie erst einmal am Zuschlagen sind, dann kann man die nicht mehr stoppen mit den eigenen Waffen. Und da habe ich schon wieder getroffen. Ja, so ein bisschen wirkt diese Kameraperspektive auch gegen mich. Bei einem Gegner muss man gar nicht so unbedingt anvisieren. Vor allem, wow. Okay, das war ein schöner Finish, ne? Vor allem nicht bei einem, der so langsam ist wie die. Und dann treten sie auch nicht in Gruppen auf oder so, sondern immer schön einzeln. Oh, hier schön, oder? Oh, oh, und weg. Jetzt brauche ich es aber doch. Und wir nehmen mal. Sehr schön. Ja, da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll. Das war einfach nur genial. Ich wollte eigentlich den Teleport nehmen. Habe ich auch, aber leider ein bisschen später, als ich gewollt habe. Sehr schade. Man muss immer so ein bisschen. Ah, ich. Ich muss da nochmal so ein bisschen mit meiner Hand klarkommen. Oh, schön zermatscht. Denn ich habe das auf LB liegen. Wer den Xbox-Controller kennt, wird wissen, dass wenn man mit LT das Zielen, also das Anvisieren des Gegners festhält, dass es etwas schwierig ist, da direkt umzugreifen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Naja, ich denke mal, da werde ich mich noch dran gewöhnen. Werde ich auch müssen. Ah, hier sieht man sie. Man sieht direkt diesen Lighting-Change, nicht wahr? Wenn man hier jetzt rüber geht. Ich gehe mal nochmal Despair mit. Ja. Wunderschön grün und saftig und ach, Natur. Und hier alles. Alles dunkel und herbstlike und. Oh, oh nein, ihr geht weg. Verschwindet. Ich habe keine Lust auf euch. Ah, hier, genau. Ah, das kenne ich noch. Das kenne ich noch. Ah, toll, ich höre sie doch hinter. Oh. Ich höre sie doch hinter mir schon anstapfen, die Viecher. Oh nein. Du bleibst schön down.
Boah, der hat aber gut zugeschlagen hier. Der kann schon ganz schön schnell sein, der Kerl. Ey, man hört dich hier auch überall. Schade eigentlich. Also zumindest mir geht es so. Ich weiß nicht, ob ihr ein 5.1-System habt. Mein Laptop gibt den Sound nicht so basslastig wieder, wie er hier... hier muss ich lang. Wie er mir auf meinen Kopfhörern hier erscheint. Also richtig krass, wie viel Bass hier doch mit drin ist. Ach, okay, war das hier nur dafür? Da haben wir wieder diesen Sammelgegenstand, den ich schon mal erwähnt habe. Das war doch nicht nur für diesen Sammelgegenstand, oder? Kann mir doch keiner erzählen. Hier war doch noch mehr. Nein! Der kann ja keinen Doppelsprung. Verdammt, tot. Das geht doch nicht. Ich versuch's gerade nochmal. Ich will schon nochmal hochschauen. Und ich habe schon wieder die Uhr ich könnte kotzen. Eine Sekunde. Ich muss gerade nochmal... Ich ziehe nochmal 5 Minuten ab. Ich hoffe, das passt soweit. So. Okay. Oh, es nervt so ein bisschen. Hier hätte ich lang gemusst. So. Ja, hier gibt es diesen schönen Wandlauf. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Siehst du? Wollte doch sagen, da oben ist doch eine Truhe. Wie komme ich denn da hoch? Hier. Ja, ich muss wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Vergisst man ganz schnell mal die ersten Dinge, die man gelernt hat. So, ich wollte doch sagen, hier gibt es doch noch was Feines. Das sieht aber nach Rainmans aus. Nach ein bisschen Rüstung. Ich habe auch immer diesen komischen Bildfehler, wenn ich ins Menü gehe. Finde ich ein bisschen blöd. Okay, die sind viel schlechter als die, die wir gefunden haben. Und, hier. Kein Fallschaden, aber dafür so einen schönen... den Boden kaputt gemacht. Das hier müssen wir uns merken. Können wir hier, das weiß ich gar nicht, ob man hier Wegpunkte oder irgendwie Markierungen hinterlassen kann. Nee, scheint nicht so der Fall zu sein. Schade. Denn dieses hier werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Können wir ja schon mal im Hinterkopf behalten. Ich hoffe, ich denke dann später noch dran. Gut. War da oben noch was? Ich weiß gar nicht. Ich höre schon wieder... Ja, da stapfen sie schon wieder rum. Eigentlich sehr cool, dass das Headset hier so gut ist, das ich mir geholt habe. Das wurde mir von der netten Cupcake-Katze empfohlen. Bin ich ganz glücklich drüber. Oh, nein, 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 das machst du nicht! Oh, du Sau, du! Kleine Drecksau! Schon kaputt! Nicht runterfallen. Ich brauche dein Gold. Gib mir dein Gold. Ich will all dein Gold. Oh, wieder Rainmans gefunden. Gucken wir uns natürlich nochmal schnell an. Ja, wurde mir von der lieben Kaffeekatze empfohlen und ich bin auch sehr glücklich mit diesem Headset. Also, ich finde es ganz gut. Ich habe gemerkt, hin und wieder, ich weiß nicht, ob das an meinem Ventilator jetzt die letzten paar Male lag, ist so ein Rauschen im Hintergrund. Es kann auch an der Mikrofonverstärkung liegen. Vermute ich auch so ein bisschen. Na, gehst du kaputt? Schön zermatscht. Vermute ich auch so ein bisschen, muss ich sagen. Es wurde mir auch empfohlen, sollte ich machen, weil das sonst alles ein bisschen leise ist. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie ändern kann. Ich werde mich da mal vielleicht die Tage mal schlau lesen, wenn ich dazu komme. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, Master Thesis ist da ein bisschen weniger gnädig, was Zeit und sowas angeht. Aber ich habe mir gedacht, ne? Man kann doch auch das aufnehmen, was man sowieso zockt, weil ich glaube, ohne würde ich nicht auskommen. So ein bisschen Entspannung braucht man dann doch, auch während so einer großen Arbeit. Man muss sich manchmal ein bisschen Zeit nehmen, nicht wahr? Und das hier sind ja immer nur, ja, zweimal 25 Minuten die Woche, vielleicht auch viermal, weil ich direkt zwei Spiele aufnehme oder so. Aber da ich ja direkt ein bisschen im Voraus aufgenommen habe, ist das auch alles in Ordnung, alles machbar. Denn sonst würde ich auch ein paar Folgen mal ausfallen lassen, wenn es denn zu heftig wird. Oh, da sehen wir schon den Kessel. Dort müsste sich der Kessel befinden und der spuckt hier schon, dieser schöne Lavaberg, spuckt hier schön die Gesteinsbrocken durch die Gegend. Mal gucken, befinden wir uns schon in der Nähe der Narbe? Ich hoffe eigentlich, ich würde mich gerne noch, ja, zumindest da runter. Gut, wir sind gerade im verkohlten Pass jetzt richtig angekommen. Ich werde jetzt auch mal ein paar Gegner auslassen, denke ich. Aber ich weiß, dass hier hinten noch was ist. Ich wollte es nur mal ein bisschen ankloppen. Ich weiß, dass hier hinten noch was war. So, mein Freund, mal abtauchen hier. Tod kann auch nicht sterben. Ich meine, er ist ja der Tod. Er holt ja die Leute immer nur. Von daher können wir ja auch, meine ich, ein bisschen länger unter Wasser bleiben. So, eigentlich
permanent, das stört ihn irgendwie nicht so. Aber ich meine, in diesem Brunnen war noch was. Hahaha, ja. So schlecht ist das Gedächtnis dann doch noch nicht. So, da sieht man, das ist auch noch ein Sammel-Item. Das ist so ein bisschen nervig, weil wir es noch nicht aufnehmen können. Das stört mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen, dass ich jetzt schon die Orte besuche und später wahrscheinlich wieder voll verpeilen werde. Und auch nicht wirklich Bock haben werde zu suchen. Aber was soll's. Ist ja nicht so schlimm. Sammel-Items sind ja nicht so wichtig. Aber das waren schöne Stiefel. Die waren... Oh, lila. Episch. Episch, Leute. Episch. Das erste epische Teil. Verteidigung, kritischer Magie, Schaden, ja, Magie und wie, ja, läuft, ne, würde ich sagen. Moin, sind alle besser, als wir haben, ja, schön, schön, schön. Das hier ist jetzt natürlich nur das erste Set im Grunde, also so Eisenset, da gibt es natürlich noch schönere später. Zumal ich, nein, das wollte ich jetzt nicht, dankeschön, zumal ich durch die DLCs, meine ich, auch noch so ein bisschen was an Ausrüstung bekomme. Oh, schaut doch mal da, hahaha, seht ihr das? Geld! Für den netten... Oh, das regt mich auf. Ich bin eigentlich immer relativ korrekt, was so Namen und sowas angeht. Mag's gar nicht, wenn man das so verhunzt. Und jetzt habe ich voll den Namen von dem vergessen, von dem Händler, den wir gefunden hatten beim letzten Mal. Ja, das ärgert mich auch so ein bisschen, muss ich sagen. Doch, doch. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt erstmal weiter... Oh, shit. Ich wollte nur noch mal schön auf die Karte schauen. Ja, wir müssen links runter. Interessanterweise werden die entdeckten Schätze auch angezeigt. Komm, geh drauf. Ich will mich nicht so lange mit dir aufhalten, Mensch. Ah, schön. So, die Schätze, die wir entdeckt haben, werden angezeigt. Ich meine nämlich, wir kommen da hinten auch nicht weiter, aber ich will trotzdem schnell mal vorbeischauen. Leider werden dann die Sammelobjekte, die man dort schon gesehen hat, nicht angezeigt. Das ist schade. Okay, hier kann Despair nicht mehr mitkommen. Ah, ich glaube, hier kommen wir noch gar nicht rein. Aber hier wieder was ganz Wichtiges. Ja, hat ein bisschen die Form eines Arms, oder? Wie kann das nur sein? Ich weiß natürlich noch warum. So gerade die ersten Welten, gerade die erste Welt hier kenne ich relativ gut noch, denke ich. Kommen wir da schon rüber? Nein. Seht ihr da? Da ist so eine Art, ja, Ring, ein Eisenring. Und da brauchen wir noch etwas Spezielles für, damit wir dort hinkommen. Das bekommen wir aber auch erst später. Also, wieder schnell zurück. Das ist kein Ort, Traum fährt. Ja, mein Gott. Dann roll dich ein bisschen, mein Freund. Ja, man kann sich natürlich schon denken, was da kommt, ne? Ich werde es aber trotzdem nicht sagen. Haha. Was, Ladevorgang? Ja. Mensch, Mensch, so. Okay. Ja, dann würde ich sagen, schnell zum Kessel, ne? Nicht mehr Zeit verlieren hier. Nicht mehr Zeit vertrödeln. Das mag ich nämlich auch nicht. Wenn man zu viel Zeit vertrödelt. Ich meine, wenn man was sucht und, oder gerade irgendwo ist und die Aufgabe erfordert, dass man gerade ein bisschen sucht und kommt nicht direkt weiter, okay. Aber nur Zeit vertrödeln ist auch doof. Okay, hier ist aber wieder was Optionales am Wegesrand. Das kann ich nicht liegen lassen. Es tut mir leid. Ich hoffe, das stört euch nicht, aber das muss. Außerdem meine ich, hier kommen wir auch schon weiter. Das, der schwingt sich auch immer so geil hin und her. Das ist auch cool. Wie so ein kleiner Flummi rennt er hier rum. Richtig krass. So, ah, hier haben wir doch schon wieder eine Truhe und dahin ist noch was, meine ich. Ah. Ja, ich habe auch schon von euch gehört, dass die Animation sehr schön sein soll, wie er die Truhen öffnet. Finde ich auch. Sehr coole Animation, also man hätte auch ihn einfach die Truhe aufreißen lassen können, aber das ist so ein bisschen, ja, noch so ein Schmankerl. Ja, das war mir so klar. Ah. Müssen wir alles nochmal abklappern hier. Denn ich meine, diese Sachen bringen auch nette kleinere Boni. Wenn man diese Sachen findet. Vor allem diese leuchtenden Steine. Ich meine, die kann man später abgeben und bekommt irgendwas dafür. Ich weiß nur nicht mehr was. Ist ein bisschen schade, aber das habe ich echt verpeilt. Ich habe es auch nie wirklich gemacht. Also ich habe diese Steine nicht wirklich gesammelt. Senden wir Asche mal aus. Mal gucken, ob uns was schön zeigen kann. Wo bist du denn, Vogel? Hallo, Rabe? Krähe? Rabe? Ich weiß gar nicht, ist das eine Krähe? Ich meine, es ist eine Krähe. Es ist auch so klein. Weil man bei sowas ja nicht so wirklich danach gehen kann in so einem Game. Ich habe die nie wirklich gesucht. Oh, und jetzt kommt... Ja, genau. Ah, schön. Jetzt müssen wir hier dem netten Freund hier helfen. Dann würde ich sagen, machen wir doch, ne? Hier. Neue Freunde sind doch immer was Tolles. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Hier geht's ab.
bisschen hier die Fähigkeiten rausspammen. Boah, bei so vielen Gegnern ist das Ausweichen echt die Hölle. Und die machen schon ganz schön Schaden, wie ihr gesehen habt. Ich bin vielleicht zwei oder dreimal getroffen worden. Und habe schon so viel verloren an Energie. Ah, jetzt. Es ist wahr. Ein Reiter ist ins Reich gekommen. Nicht noch einer. Du bist ein Nephilim. Trägst den Namen Tod. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin falsch abgebogen. Wie es scheint, bin ich hier mit euch gestrandet. Wenn du den Kessel suchst, solltest du wissen, dass er vor langer Zeit dem Verderben anheimgefallen ist. Tief in der Erde kann ich aber noch das Feuer brodeln spüren. Ich werde es versuchen. Ja, hier haben wir einen neuen Freund kennengelernt. Ich glaube, heißt der Khan? Ich meine, das war Khan. Wer bist du genau? Du bist anders als die anderen. Deine Augen sind weniger freundlich. Das Gleiche könnte ich von dir sagen. Die Leute hier nennen mich Bub oder Junge. Aber ich bevorzuge meinen echten Namen. Khan. Dann also Bub. Wie du willst, ist mir egal. Tod ist so böse. Naja, er ist halt auch der Tod. Ja, es ist Khan. Sorry, ich habe mich da ein bisschen vertan. Nicht Khan, sondern Khan mit Rrrr. Schön. Fragen wir doch noch ein bisschen aus, hm? Warum entfacht ihr das Feuer nicht selbst wieder? Zu genau diesem Zweck bin ich hierher gekommen. Hab mir gedacht, ich ziehe den Korken und bin der Held. Aber der Kessel ist ordentlich versperrt. Der Weg dorthin vom Feuer verschluckt. Du siehst jedoch fähig aus. Vielleicht findest du einen Weg. Ich warte hier und bewache den Eingang. Ja, um dann später die Lorbeeren einzuheimsen. Ich glaube, es hakt, mein Freund. Naja. Ja, das ist auch sehr cool. Man sieht ja die kleinen spitzen Zähne unten in seinem Kiefer. Sehr geil. Das ist ein schönes kleines Detail. Ja, ich würde sagen mal, ja, ein Schamane. Ne? Wir müssen ja Sachen finden. Sonst was zu sagen. Hat mir einen Talisman angeboten, wenn ich ihr die Materialien dafür besorge. Dann ist es klug von dir, sie ihr zu bringen. Ihre Arbeiten sind sehr mächtig. Wo finde ich Pirschknochen? Pirsche streunen im Kessel umher. Oh, sollte nein. Eine einfache Aufgabe sein, wenn dein Name etwas bedeutet. Oh. Ja, die restlichen Parts gesehen haben, werden in Part 4 gesehen haben, wie ich schon einen von denen bekämpft habe, von den Pirsch. Dummerweise hat er mir keinen Knochen gegeben, ich weiß nicht warum. Vielleicht geht das auch nur hier in diesem Gebiet, aber ja. Fragen wir mal weiter aus. Sag mal, wenn du da reingehst, würde es dir was ausmachen, etwas für mich zu tun? Ja, würde es. Tue ich nicht bereits genug? Vielleicht. Jedoch scheint es mir, dass du nicht genug für dich selbst tust. Oder wenigstens von einer Nebenwirkung profitierst. Nun, wenn es nicht zu viele Umstände bereitet. Ich habe eine alte Metallschale dort zurückgelassen, mit dem Bild von zwei Hämmern in der Mitte. Nicht sehr ansehnlich, aber es war mein Gesellenstück. Das letzte, was ich je geschmiedet habe. Eine Schale? Du willst, dass ich dir eine Schale bringe? Ja. Nun, sie hat einen ideellen Wert. Wenn du sie findest, entlohne ich dich dafür. Ja, würde ich sagen. Hä? Machen wir. Ich meine, die findet man auch relativ... Oh, dankeschön, mein Freund. Ja. Ich meine, die findet man auch relativ einfach. Ah, oh, seht ihr das? Ich finde das so schön designt hier. Also es ist mit dem Licht auch ganz nett gemacht und so. Also schon, ne? Würde ich schon sagen. Bevor Tod sich zu Tode langweilt, ne? Gehen wir mal weiter. Oh, hier schaut euch mal die Lava an. Also es ist jetzt nicht das Nonplusultra an der Darstellung, weil das da unten sind mehr so Texturen, aber ich finde es doch schon ganz hübsch gemacht. Also, ne? Und mein Gamepad vibriert wie die Hölle. Lässt sich ja immer die Tür aufstemmen, so. Ne? Geh mir aus dem Weg, du Stück. Schöne Sache. Wie lange haben wir noch? Oh, 5-6 Minuten. Mindestens. Ich weiß nicht, wie lange ich am Anfang war, aber so, toll. Dann wird der Part dann mal ein bisschen länger, ne? Ist ja auch nicht so schlimm. Ah ja, das ist noch versperrt. Gucken wir mal, was wir hier mitmachen können. Schieben. Okay. Ich wollte eigentlich jetzt ziehen, aber. Ja, damit haben wir die Tür geöffnet. Da steht auch Asche oben drüber, also das heißt, da müssen wir lang. Ne? Sieh nach, was du finden kannst. Ja. Schön, Asche. Dankeschön. Gut. Ja, wunderbar. Wie ich gedacht habe. So. Oh, seht ihr das? Der Kessel.
Und das ist der Plug, den wir ziehen müssen, der Stopfen, der das Feuer des Berges zusammenhält. Warum auch immer es hier so eine Einrichtung gibt, die das Feuer des Berges einsperren kann. Es ist doch völlig für die Füße. Oh, und da sehen wir schon mal was Neues. Schattenbomben. Und mit RT um die Bombe zu dem beleuchteten Wandschalter. Da. Ja, würde ich sagen, ne? Ah, schön. Ja, sorry, ich habe gerade nicht gesehen, dass da noch was steht. Kommt das nochmal? Ah, okay, ihr könnt ja das Video zurückspulen und kurz anhalten. Ich denke, das dürfte lang genug gewesen sein. Da hinten kommen wir noch nicht lang. Ah, da sind noch ein paar Gegner. Forschen wir erstmal hier so ein bisschen. Ne, ihr könnt ja... Ah, da seht ihr, es könnte noch was da sein, wie ich sagte. Nein, mein Freund, du kriegst mich nicht. Auch wenn... Ah, du hast mich doch erwischt, du Sack. Boah, schon wieder, Leute. Was ist denn einmal los? Ich nehme mal einen Trank. Also, ich mag die Sensen sehr, muss ich sagen. Die Axt dafür so ein bisschen weniger. Ja, ich nutze sie auch kaum. Sie ist auch einfach viel zu langsam. Oh, da hinten sehen wir noch was Neues. Das wird auch noch eine Rolle spielen hier drin. Die Axt ist mir einfach ein bisschen sehr langsam. Aber es kommen noch andere Waffen. Wie zum Beispiel dieses Faustschild hier. Das haben wir ja auch gefunden, meine ich. Das ist aber auch eine sekundäre Waffe. Ich zeige sie gerade mal. Da, damit kann man eben auch abwehren. Damit kann man... Das ist der einzige Gegenstand, glaube ich, mit dem man blocken kann. Oh, hier gibt es sogar schon Armklingen. Wo habe ich denn die Armklingen gefunden? Schaut euch das... Oh, sieht das nicht hübsch aus. Der Vorteil von Armklingen ist natürlich, dass sie verdammt sackig schnell sind. Der Nachteil, sie haben eine geringe Reichweite. Aber ich kann euch schon mal sagen, die Armklingen werden auch noch eins meiner Favorites. Die sind mir nur gerade noch zu schwach. Wenn, dann brauche ich ein bisschen Durchschlagskraft hier. Denn ja, man sieht es auch, die sind auch dazu. Sind zwar schnell, aber sie sind langsam natürlich. Ja, klar. Aber wenn wir bessere haben, wird das auf jeden Fall... Oh, das bringt auch nichts. Auf jeden Fall eins meiner Favorites. Weil sie einfach so verdammt schnell sind. Ich meine... Ich verrate jetzt einfach schon mal. Ich denke, man wird es sich auch denken können, wenn man hier mit Nahkampf und so... sich so konfrontiert sieht... Ah, dieser Bildfehler immer. Wenn sich so konfrontiert sieht... Handschuhe? Eine Faustwaffe? Okay, die kenne ich selbst jetzt gar nicht. Bisschen creepy mit den Haken, naja. Ist auch schnell und sind... Oh, sind sogar besser als die Armklingen. Vom Schaden her? Vom Durchschnittsschaden her? Hm. Mal gucken, vielleicht wird das auch eher was. Ich werde mal schauen. Auf jeden Fall gibt es auch noch solche Krallen, meine ich. Wenn wir jetzt rechnen sind... Oh, jetzt sehen wir das hier. Das können wir nicht zerstören so. Das ist auch das Verderben. Aber ich meine, die Bomben, diese Schattenbomben können dagegen was tun. Gucken wir einfach mal schnell. Das wird nämlich auch in diesem Dungeon noch wichtig. Ja. Und? Ah, seht ihr? Und da war eine Truhe drunter. Man sollte immer mal sowas ausprobieren. Das bringt es auf jeden Fall. Oh, es kann sein, dass nicht die gefundenen Truhen angezeigt werden, sondern nicht gefundene Truhen. Dann haben wir sogar noch eine vergessen in der verkohlten Dingsbums. Verkohlten Pass. Wow, okay. Leute, das finde ich nicht nett, wenn ihr hier ankommt. Das finde ich überhaupt nicht nett von euch. Den einfach so aus dem Boden zu kriechen, ist nicht freundlich. Und dafür gibt's Haue. So. Oh, da war noch ein bisschen Gold. Schön. So, aber ich würde sagen, bevor wir uns richtig in diesen Kessel stürzen, seht man da hinten, oh, da sieht man den Vulkan noch durch. Richtig schön. Bevor wir uns richtig hier in diesen Rätselspaß stürzen, würde ich sagen, mache ich mal wieder einen Cut. Und ja, bitte lasst mir doch einen Kommentar da, eine Bewertung. Das wäre sehr nett von euch. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und sonst sage ich mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Darksiders 2.